hätten dann und dann ein wenig in Verlegenheit. Und das, was Sie, liebe Frau Darmstadt-Brink, hier geboten haben, ist eigentlich ein abendfüllendes Programm. Und ich zögere ein wenig, Ihnen jetzt noch etwas zuzumuten. Aber dennoch, vielleicht ist das Interesse doch da und ich wage es ganz einfach. Außerdem bin ich froh, dass ich heute Abend hier zu Ihnen sprechen darf und nicht in einer engen Gefängniszelle sitze. Das hat mit einer Aktion des zivilen Ungehorsams, mit einer Satyagraha-Aktion zu tun. Und ja, ich freue mich auch, dass ich möchte dann Professor Ebert nochmal ganz herzlich danken, dass er sich bereit erklärt hatte, meine Verpflichtung heute Abend wahrzunehmen, denn ich hätte eigentlich heute Abend im Gefängnis sitzen müssen. Aber durch eine vorzeitige Entlassung ist es mir möglich gewesen, heute Abend doch da zu sein. Mein Thema ist Gegenwart und Zukunft von Satyagraha. Für einen Wissenschaftler wäre es eine reizvolle Aufgabe, der Wirkungsgeschichte von Satyagraha am Beispiel der Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King in den USA in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nachzugehen. Es wäre lohnend, sie in der Widerstandsbewegung gegen den Vietnamkrieg und dem Free Speech Movement an den Hochschulen der USA in den 60ern weiter zu verfolgen. Und es wäre reizvoll, die Transformation, ja, hört man nicht, versteht man nicht, ja, geht es so, ist es besser so. Und es wäre reizvoll, die Transformation gandhischer Ideen und Methoden zu beschreiben, die sie auf dem Weg von den USA nach Europa erfuhren, wo sie in der Studentenrevolte der 68er sowie in der Bürgerinitiativen Anti-Atomkraftwerks, Ökologie und Friedensbewegung weiterwirkten. In diesem Zusammenhang darf der Name Theodor Ebert nicht fehlen. Auch würde es sich lohnen, den indirekten Wirkungen von Gandhis Theorie und Praxis der gewaltfreien Aktion im Kampf der Schwarzen unter Führung von Nelson Mandela und Bischof Desmond Tutu nachzugehen oder die Rolle zu analysieren, die sie bei der Überwindung der Marcos-Diktatur auf den Philippinen spielten. Oder, um ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen, es wäre der Mühe wert, den indirekten Einfluss zu erforschen, den Gandhis Satyagraha-Konzept durch Vermittlung des amerikanischen Konfliktforschers Gene Sharp auf die Emanzipationsbestrebungen in Osteuropa, namentlich in der Ukraine, aber auch in Belarus, Georgien, Usbekistan und Aserbaidschan hat. Überblickt man diese Bewegungen als Ganzes, so fällt auf, dass die Höhe, welche die Theorie und Praxis der Gewaltfreiheit bei Gandhi erreicht hatte, bei ihnen nicht mehr erreicht wurde. Mit einer Ausnahme vielleicht, und zwar Martin Luther King. Ich möchte deshalb seine Hommage an Gandhi hier wörtlich wiedergeben. Wie die meisten Leute, so schreibt Martin Luther King, hatte ich von Gandhi gehört, hatte ihn aber nie ernstlich studiert. Als ich nun die Bücher las, war ich fasziniert von seinen Feldzügen gewaltlosen Widerstandes. Besonders bewegt. Mit der anderen Hälfte meines Herzens bin ich Praktiker der gewaltfreien Aktion, Praktiker von Satyagraha. Deshalb liegt mir mehr daran zu fragen, was hat Indien? Was hat Indien mit diesem geistigen Erbe, das zum wertvollsten zählt, das jemals einem Volk hinterlassen wurde, gemacht? Für mich gehört Gandhi zu den großen Lehrern der Menschheit, wie Mose, Buddha, Sokrates, Konfuzius, Lao Tse und Jesus. Einen Menschheitslehrer zum Vater der Nation zu haben,
ist freilich prekär. Denn unvermeidlich wird seine Lehre zum Maßstab, mit dem die Politik Indiens sich messen lassen muss. Ich sagte, für mich sei Gandhi einer der großen Lehrer der Menschheit. Damit meine ich, er gehört nicht nur Indien, er gehört der ganzen Welt. Er gehört uns allen. Das bedeutet auch die deutsche Politik. Auch unser ganzes Leben muss sich mit diesem Maßstab messen lassen. Das Ergebnis dieser Messung ist niederschmetternd. An diesem Maßstab gemessen versagen wir alle, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Es geht mir deshalb nicht darum, Anklage zu erheben gegen die Machtpolitik Indiens, Deutschlands oder der USA. Denn die Anklage müsste sich ja nicht minder gegen mich selbst richten, müsste eine Selbstanklage sein. Wegen meines, wegen unseres Versagens. Nichtsdestotrotz ist eine nüchterne Bestandsaufnahme notwendig, mag sie auch noch so schmerzlich sein. Das Indien von heute, ganz zu schweigen von der Welt im Ganzen, ist unendlich weit von dem entfernt, was Gandhi wollte, wofür er lebte und starb. Und was vielleicht noch schlimmer ist, sie entfernt sich mit rasender Geschwindigkeit davon. Bertrand Russell hat, wie so oft, die Sache auf den Punkt gebracht, als er schrieb, das unabhängige Indien hat Gandhi zu einem Heiligen gemacht und all seine Lehren ignoriert. Das unabhängige Indien hat Gandhi zu einem Heiligen gemacht und all seine Lehren ignoriert. Das ist ein Satz, den man sich wirklich merken muss. Die vielen Gandhi-Statuen in Indien, die an den Vater der Nation erinnern sollen, sind heute ein Stein gewordener, permanenter Vorwurf gegen das Indien von heute. Gandhi hätte sich mit einem atomar bewaffneten Indien niemals abgefunden. Er hätte mit der von ihm entdeckten unvergleichlichen Waffe des Satyagraha unter Einsatz seines Lebens dagegen gekämpft. Gandhi wollte nicht Mahatma genannt werden. Er wollte nicht als Heiliger verehrt werden. Er war es müde, Darshan zu geben. Der einzige Ehrentitel, den er anzunehmen bereit war, war Satyagrahi. Das heißt gewaltfreier Kämpfer, Frieder oder Soldat. Gandhi wollte, dass das freie Indien die Botschaft von Wahrheit und Gewaltfreiheit, also Satya und Ahimsa, annimmt und den Weg, den er als richtig erkannt hatte, folgt. Dafür war er zu kämpfen bereit. Dafür war er Mitstreiter unter seinen Landsleuten. Bereits im Jahre 1930 schrieb er in seiner Zeitschrift Young India: Ich weiß, wenn ich den Kampf um Indiens Freiheit überlebe, werde ich vielleicht gegen meine eigenen Landsleute einen gewaltfreien Kampf führen müssen, der nicht weniger hartnäckig sein mag als der, in den ich gegenwärtig verwickelt bin. Doch die militärischen Pläne, die jetzt von Indiens großen Führern erwogen werden, müssen ihnen selbst höchstwahrscheinlich als völlig unnötig erscheinen, falls wir unsere Selbstständigkeit offensichtlich durch gewaltfreie Mittel erlangt haben, die mit Überlegung gewählt und benutzt wurden. Meine Zusammenarbeit mit meinen Landsleuten beschränkt sich auch heute auf die Brechung unserer Ketten. Wie wir uns fühlen und was wir tun werden, wenn sie gebrochen sind, ist mehr als Sie oder ich wissen. Und am 12. Dezember 1947, also wenige Wochen vor seinem Tod, von der Hand eines Hindu-Nationalisten, schreibt er in seiner Zeitschrift Harijan: Während wir unzweifelhaft durch passiven Widerstand, also nicht durch Satyagraha, sondern durch passiven Widerstand,
unsere politische Freiheit erlangt haben, müssen wir täglich teuer dafür bezahlen, dass wir oder vielmehr ich unbewusst den Fehler machte, passive Resistenz mit gewaltfreiem Widerstand zu verwechseln. Hätte ich diesen Fehler nicht gemacht, so hätten wir uns das demütigende Schauspiel erspart, wie ein schwacher Bruder sinnlos und unmenschlich seinen schwachen Bruder umbrachte. Ich kann nur hoffen und beten und ich bitte alle Freunde hier und in allen Weltteilen mit mir zu hoffen und zu beten, dass dieses Blutbad bald ende und dass ich aus dieser vielleicht unvermeidlichen Schlechterei ein neues Indien erhebe. Kein Kriegsflüstern, das im Grunde den Westen in allen seinen Scheußlichkeiten nachahmt, sondern ein neues Indien, welches das Beste lernt, das die Welt zu geben hat und nicht nur die Hoffnung Asiens und Afrikas wird, sondern der ganzen schmerzbeladenen Welt. Was wäre, wenn Indien nicht den Westen in allen seinen Scheußlichkeiten nachgeahmt hätte und nachahmen würde, sondern das Beste gelernt hätte, das die Welt zu geben hat und damit zur Hoffnung geworden wäre für die ganze schmerzbeladene Welt? Lassen Sie uns gemeinsam ein wenig träumen, obwohl träumen in dieser Welt, die mit Riesenschritten ihrem Untergang entgegeneilt, eigentlich verboten ist. Was wäre, wenn Indien den Weg gegangen wäre, den Gandhi so klar aufgezeigt hat und den er selbst mit den Mitgliedern des Ashram und vielen Kongressmitarbeitern gegangen ist? Gandhi lebte in dem Glauben, das indische Volk sei von allen Völkern aufgrund seiner religiösen Tradition am ehesten geeignet, die Lehren der Wahrheit und der Nichtgewalt, also Satya und Ahimsa, und daraus abgeleitet die Lehren der Gewaltfreiheit, also Satyagraha, anzunehmen. Wir alle wissen, es ist anders gekommen. Gandhi blieb am Ende selbst in seinem Vaterland ein einsamer Rufer in der Wüste. Und doch, die Frage bleibt, was wäre heute anders, wäre Indien dem Weg gefolgt, den er gewiesen hat und den er gegangen ist? Wenn es Indien gelingen sollte, seine politische Freiheit mit gewaltfreien Mitteln zu erkämpfen und die britischen Eroberer, die sich schon seit Jahrzehnten im Land festgesetzt und in die indische Gesellschaft eingewurzelt hatten, zu entmachten, dann, so schlussfolgerte er, müsse es auch in der Lage sein, diese Freiheit gegen jeden Angreifer zu verteidigen. Statt sich militärisch zu bewaffnen und den Status einer Atommacht anzustreben, hätte es das von Gandhi bereits 1942, als Indien, da wurde damals von den Japanern bedroht, es drohte eine japanische Invasion. Und damals hat Gandhi ein Konzept vorgeschlagen, das unter dem Namen soziale Verteidigung in die Geschichte eingegangen ist, oder in die Theorie, sagen wir besser, der Politologie, hätte damals womöglich Indien dieses Konzept, das von Gandhi vorgeschlagen wurde, angenommen und in die Praxis umgesetzt. Ich möchte noch erwähnen, dass soziale Verteidigung ein Verteidigungskonzept ist, das auf den Methoden des Satyagraha beruht. Die Invasion, wie wir alle wissen, ist damals ausgeblieben, doch das Konzept bleibt davon selbstverständlich unberührt. Gesetzt den Fall, Indien hätte sich nach 1947 für den Aufbau einer sozialen Verteidigung entschieden. Wohlgemerkt, es ist ein Traum, aber ein schöner und einer, der durchaus hätte Wirklichkeit werden können. Denn das indische Volk besaß zu jener Zeit mehr Erfahrung in der Handhabung des gewaltlosen Widerstands als jedes andere. Wir haben es ja in dem Vortrag von Frau Professor Darren Patrick gehört, in welchem Maße diese Ideen der Gewaltlosigkeit im indischen Volk Fuß gefasst hatten. Überall im Land, also immer noch, wir träumen noch nicht, Gandhis Weg wäre beschritten worden,
dann wären überall im Land Friedensbrigaden, Gandhi nannte sie Shanti Sena, entstanden, die gesellschaftliche und politische Konflikte mit den Methoden der gewaltfreien Aktion gelöst hätten. Wenn die ganze Nation um erfassendes Selbsterziehungsprogramm hätte die gewaltfreie Aktion als konstruktive Alternative zur Gewalt als Mittel der Konfliktaustragung überall im Land bekannt gemacht und angewandt und die indische Gesellschaft dadurch von Grund auf reformiert. Schon früh hatte Gandhi erkannt, dass Satyagraha keine Methode ist, die von jedermann zur Erreichung beliebiger Ziele eingesetzt werden kann. Auch Satyagraha hat seine Grenzen. Sie liegen nur ganz woanders, als gewöhnlich angenommen wird. Er war überzeugt, dass Satyagraha selbst gegen einen Hitler oder Stalin mit Aussicht auf Erfolg angewandt werden kann. Um sie erfolgreich einsetzen zu können, müssen jedoch zwei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, das Ziel muss gerechtfertigt und gut sein. Wer beispielsweise mit Satyagraha fremde Länder erobern und fremde Völker unterjochen, wer Märkte erobern, Rohstoffquellen und Transportwege sichern will, wird mit Satyagraha nichts ausrichten. Hier hilft nur offene oder verdeckte Gewalt. Wer aber Frieden, Freiheit, soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechte erkämpfen oder verteidigen will, kann das nur durch gewaltfreie Methoden. Wendet er Gewalt an, wird er nicht weniger kläglich scheitern als die Bush-Administration in Afghanistan und Irak. Die zweite Bedingung lautet, wer gewaltfreie Methoden anwenden will, muss durch eine lange, harte Ausbildung gehen. Er oder sie sollte imstande sein, auch vor der Drohung mit und der Anwendung von Gewalt nicht zurückzuweichen, aber auch nicht zurückzuschlagen. Beides ist gegen das Prinzip der Gewalt. Selbst wenn es sein oder ihr Leben kostet, er oder sie muss mit einem Wort die Kunst des Sterbens beherrschen. Das ist ein Wort, das von Gandhi stammt. Die Kunst des Sterbens muss man erlernen, wie jeder Soldat, möchte ich hinzufügen. Vom Soldaten unterscheidet den Satyagraha indes nur, dass er die Kunst des Tötens ganz bewusst nicht erlernt. Lassen Sie uns noch ein wenig träumen. Die zahlreichen Friedensbrigaden oder Shanti Sena in ganz Indien hätten im Laufe der Zeit nicht nur den latent andauernden Bruderkrieg mit Pakistan beendet, den Konflikt um Kaschmir gelöst und eine soziale Verteidigung eingeführt. Sie hätten auch mit dem Aufbau einer gewaltfreien Gesellschaft begonnen. Gandhi hatte die Notwendigkeit der konstruktiven Arbeit als Ergänzung von Satyagraha schon sehr früh erkannt. Als Hauptpunkte seines konstruktiven Programms, auch das ein zentraler Begriff bei Gandhi, seines konstruktiven Programms nannte er Handspinnen, Beseitigung der Unberührbarkeit und Harmonie der Religionsgemeinschaften, namentlich der Hindus und Moslems. Und in seinem politischen Testament schrieb er zwei Tage vor seiner Ermordung, und ich zitiere jetzt wörtlich, nachdem Indien, obwohl zweigeteilt durch die vom Indian National Congress empfohlenen Mittel politische Unabhängigkeit erlangt hat, hat sich der Kongress in seiner jetzigen Gestalt und Form, nämlich als Propagandawerkzeug und parlamentarische Maschine, überlebt. Indien muss noch sein. Indien muss noch soziale, moralische und wirtschaftliche Unabhängigkeit erlangen. Im Hinblick auf seine 700.000 von den Städten und Großstädten unterschiedenen Dörfer. Der Kampf um den Vorrang der Zivilen vor der militärischen Macht muss stattfinden, damit Indien sich in Richtung auf die Demokratie fortentwickeln kann. Gandhis Wirtschaftskonzept, dem er den Namen Sarvodaya gab,
ist ein integraler Bestandteil von Satyagraha. Genauer, beide fließen aus derselben Quelle, nämlich Wahrheit und Gewaltlosigkeit, Satya und Ahimsa. Der Buddha ja heißt Wohlfahrt für alle. Und das bedeutet konkret Wohlfahrt für die große Mehrheit der indischen Bevölkerung, die auf dem Land und in den städtischen Slums lebt. Nicht durch Almosen, sondern durch die heilige Botschaft der Arbeit. Um ihre Grundbedürfnisse, Nahrung, Kleidung, Wohnung, Bildung und medizinische Versorgung zu befriedigen. Gandhi musste wegen des Spinnrads, wie Sie wissen, viel Spott vom Westen und von westlich orientierten Landsleuten ertragen. Das Spinnrad aber steht symbolisch und konkret für das Dorfhandwerk als der elementaren Voraussetzung für die Dorfentwicklung. Gandhis Worte aus dem Jahre 1941 sind daher heute so aktuell wie damals. Ja, sie sind noch aktueller. Wirtschaftliche Gleichheit ist der Hauptschlüssel zu gewaltfreier Unabhängigkeit. Für wirtschaftliche Gleichheit zu arbeiten heißt, den ewigen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit beseitigen. Es bedeutet ein Herabdrücken der paar Reichen, in denen Händen die Hauptmasse des Vermögens des Landes ist, und ein Aufbessern der halb verhungerten nackten Millionen. Ein gewaltloses System von Regierung ist offenkundig eine Unmöglichkeit, solange der weite Abstand zwischen den Reichen und den hungrigen Millionen bleibt. Der Kontrast zwischen den Palästen von New Delhi und den elenden Hütten der armen Arbeiterklasse daneben kann in einem freien Indien keinen Tag weiter bestehen, in dem die Armen die gleiche Macht genießen werden wie die Reichsten im Lande. Eine gewaltsame und blutige Revolution ist unvermeidlich, wenn nicht der Reichtum und die Macht, die der Reichtum verleiht, freiwillig abgegeben und um des gemeinsamen guten Willen geteilt werden. Die blutige Revolution, Sie wissen, es ist bisher ausgeblieben, doch für die Zukunft verheißt Gandhis Prophezeiung nichts Gutes. Das Bild Indiens nach Gandhis Tod wäre zu düster, würde ich es versäumen, die großartigen Bemühungen zu würdigen, Gandhis Lehren in die Praxis umzusetzen, auch gerade in Indien. Die Landschenkungsbewegung des Gandhi-Schülers Vinoba Bhave ist Ihnen sicherlich bekannt, desgleichen die Arbeit des gandhianischen Sozialisten Jayaprakash Narayan und viele andere. Ich hatte das Glück, und da spreche ich jetzt von einer ganz persönlichen Erfahrung, einen Gandhi-Nachfolger aus dem Westen persönlich kennenzulernen. Es ist der Jesuitenpater Michael Binde, der Gründer und Leiter der Village Reconstruction Organization. Diese Organisation hat mit westlicher Hilfe, doch hauptsächlich durch gemeinschaftliche Arbeit der Dorfbewohner, etwa 400 Dörfer komplett erneuert, 1550 Brunnen gegraben, hunderttausende Bäume jedes Jahr gepflanzt. Sie hat 109 Kindergärten mit durchschnittlich 25 Kindern eingerichtet, 14 Grundschulen mit durchschnittlich 50 Kindern, 6 höhere Schulen mit unterschiedlichen Zahlen an Kindern und 4 Schulzentren gegen Kinderarbeit mit durchschnittlich 175 Kindern und 154 Erwachsenenbildungszentren. Gandhi, das wissen Sie auch Sie, liebte es, konkret zu werden, deshalb werde ich auch hier konkret an dieser Stelle. Ein Haus mit 2 Zimmern für eine ganze Familie kostet 1000 Euro. Das Gehalt eines Lehrers im Monat 50 Euro. 100 Jungpflanzen kosten 50 Euro. Und so weiter. Ich könnte Ihnen jetzt hier das Spendenkonto angeben, das tue ich aber nicht. Diejenigen, die das haben wollen, und ich hoffe, es gibt einige unter Ihnen, die können es bei mir gerne bekommen. Mir liegt übrigens sehr an der Feststellung, dass Pater Binde keine Mission betreibt. Das ist mir ungeheuer wichtig, das klarzustellen. Es ist kein Missionar. Er betreibt keine Mission. Wenn er missioniert, dann ausschließlich für Satya und Ahimsa.
komme damit zum Schluss. Knüpfe nochmal an den Traum an, von dem ich sprach. Was wäre heute anders? So lautete meine Frage. Wäre Indien dem Weg Gandhis und nicht dem Weg Nehrus und anderer Kongresspolitiker gefolgt? Ich bin sicher, wir hätten heute nach dem Scheitern des Realsozialismus in Osteuropa in Indien eine überzeugende und faszinierende Alternative zum globalisierten Kapitalismus. Eine Alternative, die imstande wäre, sich gewaltfrei gegen die ganze Welt zu behaupten und zu verteidigen. Danke. Weiterwirken. In diesem Zusammenhang darf der Name Theodor Ebert nicht fehlen. Auch würde es sich lohnen, den indirekten Wirkungen von Gandhis Theorie und Praxis der gewaltfreien Aktion im Kampf der Schwarzen unter Führung von Nelson Mandela und Bischof Desmond Tutu nachzugehen oder die Rolle zu analysieren, die sie bei der Überwindung der Marcos-Diktatur auf den Philippinen spielten. Oder, um ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen, es wäre der Mühe wert, den indirekten Einfluss zu erforschen, den Gandhis Satyagraha-Konzept durch Vermittlung des amerikanischen Konfliktforschers Gene Sharp auf die Emanzipationsbestrebungen in Osteuropa, namentlich in der Ukraine. Das, was Sie, liebe Frau Karpatrick, mir geboten haben, ist eigentlich ein abendfüllendes Programm. Und ich zögere ein wenig, Ihnen jetzt noch etwas zuzumuten. Aber dennoch, vielleicht ist das Interesse doch da und ich wage es ganz einfach. Außerdem bin ich froh, dass ich heute Abend hier zu Ihnen sprechen darf und nicht in einer engen Gefängniszelle sitze. Das hat mit einer Aktion des zivilen Ungehorsams, mit einer Satyagraha-Aktion zu tun. Und ich freue mich auch, dass ich Herrn Professor Ebert nochmal ganz herzlich danken, dass er sich bereit erklärt hatte, meine Verpflichtung heute Abend wahrzunehmen, denn ich hätte eigentlich heute Abend im Gefängnis sitzen müssen. Aber durch eine vorzeitige Entlassung ist es mir möglich gewesen, heute Abend doch da zu sein. Mein Thema ist Gegenwart und Zukunft von Satyagraha. Für einen Wissenschaftler wäre es eine reizvolle Aufgabe, der Wirkungsgeschichte von Satyagraha am Beispiel der Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King in den USA in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nachzugehen. Es wäre lohnend, sie in der Widerstandsbewegung gegen den Vietnamkrieg und dem Free Speech Movement an den Hochschulen der USA in den 60ern weiter zu verfolgen. Und es wäre reizvoll, die Transformation, die Transformation gandhischer Ideen und Methoden zu beschreiben, die sie auf dem Weg von den USA nach Europa erfuhren, wo sie in der Studentenrevolte der 68er sowie in der Bürgerinitiativen Anti-Atomkraftwerks-, Ökologie- und Friedensbewegung Ukraine, aber auch in Belarus, Georgien, Usbekistan und Aserbaidschan hatten. Überblickt man diese Bewegungen als Ganzes, so fällt auf, dass die Höhe, welche die Theorie und Praxis der Gewaltfreiheit bei Gandhi erreicht hatte, bei ihnen nicht mehr erreicht wurde. Mit einer Ausnahme vielleicht.
und zwar Martin Luther King. Ich möchte deshalb seine Hommage à Gandhi hier wörtlich wiedergeben. Wie die meisten Leute, so schreibt Martin Luther King, hatte ich von Gandhi gehört, hatte ihn aber nie ernstlich studiert.